So, grüßt euch wieder. Das ist wieder Monty, Michael. So. Ja, heute gibt es praktisch so eine Art Review. Eine kleine Bedienungsanleitung für meine Schweizer Gärtel. Der Basti, Norris Buschkraft, hat ja ein tolles Video gezeigt. Hat mich sehr darüber gefreut. Hat sehr viel lachen müssen. Fest, breitwegerig, lecker, gell? Hast du ja auch festgestellt. Die Gärtel, Benutzung. Ja. Es stimmt, die Gärtel ist für einen Anfänger gar nicht mal so einfach zu handeln, weil sie ist einfach anders gebaut. Sie ist sehr kopflastig, sogar noch kopflastiger wie eine Machete, obwohl die Benutzung eigentlich relativ ähnlich ist. Der Haken hier hat natürlich auch seine Bedeutung. Und das hat teilweise damit zu tun, damit man viel Gewicht vorne drauf bekommt, damit mehr Schwung in einen Hieb reingeht. Und zu dem Griff, ich weiß nicht, wie du das für dich gebracht hast, aber der Griff, das war schon heftig. Aber man kann mal wieder dran machen. Also entweder du nimmst einen, ja, sagen wir so, eine Art Durchschläger mit dem Hammer. Kannst du es dann wieder hinformen oder noch viel einfacher, nimmst ein Schweißgerät, machst einen Punkt drauf, dann ist es auch wieder fest. Warum das so gelagert ist, hat damit zu tun, weil der Griff nicht aus Holz ist, sondern Leder. Und auch nicht der Länge nachgezogen, sondern es sind lauter kleine Lederscheibchen, wie man das sieht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das sind Lederscheibchen. Warum? Das hat mit der Bedienung von der Gärtel zu tun. Dazu aber später. Wichtig dabei ist, bei dem Leder, besser ist, wenn es einmal feucht ist. Ich habe es gesehen, deine war noch ganz neu, das Leder war noch ganz trocken und Leder wirkt wie Schwamm. Wenn es ganz trocken ist, zieht sich zusammen. Und dadurch entsteht ein bisschen ein Hohlraum und dann kann das gehen. Mein Tipp ist, tu es einmal wässern. Ein, zwei Tage, dass sich das Leder vollsaugt, dann gehen die Lederscheiben auseinander und pressen den Griff hinten dran. Also ich kann da dran ziehen, was ich will, der geht mir nicht mehr unter. Und dadurch wird das erst richtig fest. Danach tust du ihn wieder raus und trocknen und dann hast du einen richtig festen Griff. Warum Leder? Leder hat damit zu tun, weil eigentlich das Werkzeug ist, was lang in der Hand ist. Es wird eigentlich in der Forstwirtschaft für die jungen Bestandspflege eingesetzt, um kleine Büsche und sowas wegzuhacken. Hast ja auch gezeigt, wie zum Beispiel Brennnesseln und so, dass die jungen Bäume nicht überwuchern, damit frische neue Bäume, wenn die herangezogen werden, mehr Licht zum Wachsen haben. Und wenn man jetzt da lange in Gebrauch ist, kann es passieren, dass man schwitzen anfängt. Und bei einem Holzgriff ist dann die Gefahr, dass man abrutscht. Leder. Dadurch, dass es auch noch Scheibchen sind, wie so Lamellen, die halten besser. Weil man muss immer bedenken, sie ist sehr kopflastig. Durch den Schwung will sie immer davon. Und dadurch hat man sie viel besser in der Hand. Falls sie doch ausrutschen sollte, ist eben hinten dieser Fang, ich weiß nicht, wie ich es bezeugen soll, ein Metallblättchen, Fanghaken, dass eben sie dir nicht abhaut. So viel zu dem Leder. Es gibt natürlich auch Gärtel, oder wenn du das nicht magst, du kannst es auch mit Holz dann machen oder mit Kunststoff oder irgendwas anderes. Du kannst es auch umformen. Ich habe nach dem Vorstellungsvideo von meiner Gärtel habe ich einen kennengelernt, der Robert. Den Namen muss ich erst mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich ihn rausbringe. Bangalore Buppel. Also ist schon mal fraglich, wie ein Schwaben nach innen verschlagen kann. Aber wie du den Namen gefunden hast, das ist mir nur ein größeres Rätsel. Da kriege ich Knoten in meine Zunge. Aber der Robert in Indien hat mir auf dieses Video gezeigt und der ist wirklich fit auf Gärtels. Also man sagt auch Heppen dazu, Hippe. Es gibt da so viele Bezeichnungen dafür. Und der hat auch ein tolles Video gezeigt, wie verschiedenartig sie ausschauen kann. Und da sind auch welche mit Holzgriff dabei. Das sind ganz schöne Teile, also ich beneide dich drum, die Dinger, die würde da gerne so eine haben. Gerade die mit dem roten Griff, die schaut super aus.
Und ja, jedenfalls mit Holzgriff geht es auch. Aber wie gesagt, du musst dann schon einen vielen festen Griff haben. So, so viel zu dem Griff. Eine Gertel hat verschiedene Schlagpunkte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Buschwerk durchschlagen will, das was federn kann, da brauche ich Geschwindigkeit und Wucht. Geschwindigkeit und Wucht habe ich in diesem Bereich. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Baum, der was nicht so federt, abschlagen will, dann schlage ich, Moment mal, ich habe da was, versuche ich hier zu schlagen. Denn ich kann die Wucht von der Gertel noch verstärken, weil ich habe die Wucht, sie will vorne eindringen, ich halte aber hier noch dagegen. Dadurch geht sie viel besser rein. Das ist, wenn ich jetzt ein schweres Holz zu hacken habe, das was nicht federt. Bei federten Sachen bleibe ich hier vorne. Und der Haken, habe ich schon mal gesagt, hat ein paar Gimmicks drin. Man kann zum Beispiel Äste ranziehen damit. Ja, wenn es genügt, ist natürlich nicht so toll. Ne? Und diese Rundung, die nehme ich zum Beispiel gern her, um Äste oder Bäume zu eindringen. Man kann natürlich bei dieser Länge nicht verlangen, dass man da immer nach vorne so hält. Weil es geht irgendwann aufs Handgelenk. Ganz klar, sie ist ziemlich kopflastig, habe ich schon gesagt. Aber man kann ja auch andere Griffe ansetzen. Nimmst zum Beispiel vorne. So. Und es gibt noch eine ganz andere Technik. Relativ simpel. Ein Handwerker kennt das noch eher, wie vielleicht ein Koch. Du bist es gewohnt, du hast dein Werkzeug immer in der Hand, dein Schneidwerkzeug. Ein Handwerker ist es gewohnt, dass er es mal andersrum macht. Das Werkzeug steht und er führt das Werkstück. Jetzt kurz laut, Moment. Wenn ich so einen kleinen Stab habe. Schön spitzen. Also es ist nicht so, dass du unbedingt sie immer in der Hand hast. Man kann auch das Ganze umdrehen, sie feststellen und das Werkstück führen. Und wenn du wirklich mal in kleine Schnitztechniken reingehen willst, pack sie halt hier vorne, dann kannst du auch rausschnitzen, wenn du willst. So viel zu der Gertel. Den Link zum Robert, wo ihr euch die anderen Videos anschauen wollt, gebe ich in die Beschreibung rein. Der hat wirklich tolle Videos über die Gertel und der ist von dem Gerät wahrscheinlich genauso überzeugt wie ich selbst. Ja, übrigens habe ich auch noch herausgefunden, dass die Gertel viel, viel länger schon in Gebrauch ist, teilweise aus der Römerzeit auch schon. Und da ist schon Wumms dahinter. Und zum Griff, Basti, muss ich auch noch sagen, steckst du mal drauf, setzt einen Schweißpunkt dran, wenn es ein billiger war. Wahrscheinlich ist das Plätzchen ein bisschen zu weich gewesen, dann müsst ihr es auch halten. Und tu es vorher wässern, dass es richtig fest ist. Also die Meide, die okay, mach was ich will. Ich bring's nicht kaputt, ich hab's in 25 Jahren noch nicht geschafft, ich weiß nicht, was du da vorgehabt hast. So. Ja, das zu dem. Ich zeige euch vielleicht noch ein bisschen Sachen, wie es dann im Einsatz ist. Bei solchen Dingen hier ist natürlich in ihrem Element, ne? Äste abschlagen, das ist natürlich genau das, was die Lieblingssache ist.
Genau das kann es am besten. Ne? Das Schöne ist, ich kann da auf der ganzen Länge entlang fahren und kann das Ganze richtig schön platt machen. Um einen Bogen zu machen oder sowas, da ist sie top. Und für die Entrindung, wo ich gerade vorhin gesagt habe, fahre ich da so entlang. Was ich aber absolut vermeiden würde bei der Gertl, solche freischlagende Sache, das was ich bei dir gesehen habe, das ist ziemlich gefährlich, was du da gemacht hast. Wenn du da schlägst, das federt, muss dein Handgelenk die ganze Wucht abhalten. Und das tut weh und das hast du, glaube ich, auch ganz schnell festgestellt. Das ist der eine Punkt, das Handgelenk. Noch gefährlicher ist die Spitze, wenn sie unkontrolliert durchschlägt. Du musst ja so rechnen, wenn du jetzt so schlägst, kannst du auf dein Bein reinklopfen. Du darfst eines nicht vergessen. Das Ding hat Ritterrüstung geknackt. Und dein Schienbein oder dein normales Stück vom Bein ist absolut kein Widerstand für das. Es gibt eine bessere Möglichkeit, die zeige ich dir. Nimm ein ganz normales dickes Holzstück. Oder ein Baumstumpf, weil da hast du einen großen Vorteil. Wenn du daneben schlägst, fängt sich da, aber es geht nicht durch. Du schlägst Hexen in die Erde rein, das juckt dich aber nicht, weil die schlägt trotzdem noch weiter. Das ist nicht wie ein super tolles Filetmesser, das ist ein Werkzeug. Wenn du hier drauf schlägst, hast du keine Gefahr, dass du dich selber dabei verletzt. Das Einzige, was passiert, das ist, dass sie sich festhält. Aber du bist noch heil. Das ist wichtiger. Und dann nehmen wir mal irgendein Holz. Schauen wir mal. Wenn du Holz spalten willst, du nicht. Also das, was du da so gezeigt hast, das war schon ziemlich anteuerlich, Basti. Es war ziemlich akrobatisch, würde ich mal sagen. Mir hat es gewundert, dass die Finger noch dranbleiben sind. Also ich habe eigentlich eine andere Methode. Entweder ich halte es hier so und gehe so lange rein, bis sie mal gebissen hat. Und wenn sie gebissen hat, tut nicht weh. Wenn es noch kleiner ist, da Stöckchen auf, schaut zwar beschissen aus, die Wirkung ist wesentlich besser. Wenn es noch kleiner sein soll, na okay, alles in Ordnung, bleibt da. Wenn es noch kleiner sein soll, sagt ja, ich liebe meine Gärten. In diesem Sinne, Basti, ich hoffe, ich habe dein Wissen ein bisschen erleuchten können, die von der dunklen Seite der Macht wieder ein bisschen ins Licht führen können. Und auf gute Freundschaft. Und wo es ein gescheites Bier gibt, das erzähle ich das nächste Mal, wenn wir an einem Lagerfeuer hocken.